Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Heute Talkrunde Nummer 3. Manja ist auch wieder am Start. Manja? Moin, moin, moin. Manja ist da. Und wir haben uns mal ein paar Themen rausgesucht, die ihr hier oben schon seht. Coach Cecil, oder wie wird der ausgesprochen? Sessel, wie das Sofastück. Cecil. Bevor wir das jetzt anfangen, ich kenne diesen Cecil nicht. Ich habe ihn gesehen und ich habe mir gedacht, er sieht aus wie Xerxes von 300, oder? 1:1. Coach Gleiche Fresse. Xerxes. Aber wenn Coach Xerxes schon einen eigenen Film hat, wieso macht er dann eigentlich YouTube? Kannst du mir das Boah, erklären? das ist die beste Frage aller Zeiten, weil der Typ echt einen Content bringt, den braucht kein Schwein. Okay. Der hat eine Anhängerschaft, das ist dermaßen krass, du kannst das vergleichen mit Dritte Welt damals. Die Leute, die ihn feiern, die gehen für ihn in den Tod. Die sind dermaßen betriebsblind, auf seine Meinung fokussiert. Und was der Typ sagt, ist Gesetz. Ohne Scheiße, jetzt so fanatisch? Total fanatisch. Das ist Echt? dermaßen krass. Der hat irgendwie ein paar Leuten dazu verholfen, abzunehmen. Diese Transformationsbilder, die er regelmäßig postet, finde ich nicht ansatzweise befriedigend. Dann hast du irgendwelche Leute, die nehmen von 115 Kilo auf 76 Kilo ab, aber sind immer noch so skinny fett und machen das natürlich nur mit seiner Methode, und seine Methode ist heilig und weiß, was seine Methode ist. Einfach Low Carb. Er liked aber auch alles. Echte Volksverblödung. Danke, dass du den Mund nicht halten kannst. Okay. Ja. Der Typ ist einfach nur krass. Er ist auch Ist bekannt geworden mit der. so einer Aussage: Eine Kalorie ist nicht eine Kalorie. Was ja, wenn ich das jetzt sage, dann habe ich direkt einen Shitstorm von dem. Das Universum existiert nicht. Die Welt ist eine Scheibe. Ja, so einer Jagt ist ihn vom es. Hof! Der Okay. hat das Asterix-Syndrom, weißt du? Der lebt da als, der ist ein kleiner Gallier und es gibt nur seine Meinung und was anderes gibt's, er hat auch nie gehört. Ich spiele das jetzt mal ab. Vorher will ich noch fragen, trainiert der? Weil hier sieht es gerade nicht so aus. Ist der. Er trainiert, aber das ist, also ganz ehrlich, dafür wird er mich auch wieder hassen. Ich glaube, der hat eine Essstörung, so ein bisschen Binge Eating oder so. Denn der bringt sich immer mit seiner Low Carb Kacke, die fährt er natürlich auch total krass, ne? So eine Thunfischbodenpizza, also sowas, was kein Normalsterblicher sich jemals reinfahren würde. Auch frisst er den ganzen Tag. Und sobald er dann im Urlaub ist, und dann macht er so Vlogs, und da kannst du den täglich zugucken, wie der immer fetter wird. Ja, ist ja nichts Verwerfliches, aber nicht. Wir hören mal rein. Ich will mal kurz eine Meinung bilden. Und gleich denkt, es ist irgendwie ein Shitstorm über Sophia Thiel, dann könnt ihr bitte jetzt ausschalten, weil darum geht es in diesem Video nicht. Ich möchte Shitstorm. sogar sagen, dass ich Sophia Thiel richtig sympathisch finde. Also ich finde, sie ist wirklich ein sympathisches Mädchen, was sie in ihrem Vorstellungsvideo auf YouTube so erzählt Ist hat, der auf mit ihrer LSD? Familie. So, die Eltern sind, glaube ich, Zahntechniker. Und sie ist auf so einem Mädchen, auf einer Mädchenschule gewesen und hat erst mit 15 oder 16 das erste Mal Kontakt zu Jungs gehabt und so. Finde ich alles mega bodenständig, mega, ja, erstmal positiv. Dass sie Menschen dazu bewegt, ihr Leben zu ändern, finde ich auch positiv. Dass sie damals aus ihrer Situation. Okay. Oh, der redet aber schnell. Ja, keine Ahnung, das ist so ein kleines Verdammt. HB-Männchen. Vielleicht zu krass auf Low Carb unterwegs. Vielleicht ist er auch Rapper. Mal anfragen. Ja, ich möchte die Behauptung in den Raum stellen, und da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr der gleichen Meinung seid, dass ich jede verdammte Perle, die er coacht, in eine bessere Form kriegen würde, als er es tut. Noch in Meinst Anführungsstrichen. du? Und ich Über habe eine was redet Genetik, er eigentlich bin in diesem schon eher Video? zum Muskelaufbau Ich geneigt. So, also ich habe kann es dir einfach gar nicht sagen. Hälfte Der meiner macht immer Genetik alle anders Leute verbraucht. irgendwie schlecht und fühlt Und sich dann wir immer auf wissen den ja, es Schlips ist auch getreten. rein Da gab es auch objektiv, eine das ist ganz ja auch große immer. Debatte mit Christian Wolf. Den hat er auch gefressen wie 10 Stunden Schmierseife. Also. Und dann. Der versucht dann auch also eine richtige menschenmanipulative Art und Weise reinzugehen, weißt du? Defizite aufzuzeigen, die eigentlich keine sind und. Oh. Ich guck mal, ob es noch was Schönes auf seinem Kanal gibt. Der ist anstrengend, einfach nur anstrengend. Ja gut, er wird sagen, dann schaut mich halt nicht, ihr kleinen Arschlöcher. Aber wer 65.000 Abonnenten hat und wieder Seelenhaschen betreibt, ja, den müssen wir mal unter die Lupe nehmen. Das kannst du gerne machen heute Abend im Kalorien, Bett. oh ja. Oh hier, warte, Und das sieht doch schon Sophie, wieder. wer im Jahr 2018, bald 19, noch sagt, es kommt auf deine Kalorien an, hat das Thema einfach noch nicht verstanden.
ist noch nicht so weit. Punkt. Und so ist man erfolgreich. So ist man richtig. Cecil, du hast ja neulich gesagt, Kalorien zählen ist Schwachsinn, ne? Also dann brauche ich ja jetzt gar keine Kalorien mehr zählen. Aber ich komme schon länger nicht mehr weiter. Aber Kalorien zählen ist ja Schwachsinn, hast du gesagt. Komm zum Punkt, Mann. Ja, das ist ja das Ding. Der Typ, der findet klar, keinen Punkt. Und alles, was er sagt, ist eigentlich total lächerlich. Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Okay, ich erklär's dir nach dem Intro. Boah, mach's aus. Oh. Ich will deine Erklärung nicht hören. Warte mal, das muss ich disliken. Sorry, das war mir zu blöd. Ich will hören, was er sagt. Niemals im Leben auch nur ein Gramm abnehmen, wenn ihr nicht die Free-Tour macht. Warum solltet ihr unbedingt die Free-Tour machen? Weil ich da erkläre, warum meine Kunden ein Leben lang einen Traumkörper erreichen und halten. Also mir erklärt so ein Typ, wie ich meinen Traumkörper erreiche, wie sehen seine Follower aus? Ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Würdest du auf so jemanden hören? Ganz ehrlich? Natürlich nicht, niemals. Wie, ich habe doch schon am Anfang gesagt, seine Transformationsbilder sind einfach nicht gut. Ich versuche ja immer nicht gleich hier Leute irgendwie, ihr wisst ihr, irgendwo in so eine Schublade zu stecken. Ich versuche wirklich mich da so mit Empathie und so. Ich habe noch nicht einen Kunden von ihm gesehen, der irgendwie Muskulatur aufgebaut hat, geschweige denn einen halbwegs guten Körper. Das waren alles solche Körper, die, zwangsläufig solche Shape-Weg-Unterhosen kaufen müssen. Weißt du? Ja, ja. Um zu verbergen, dass sie im Grunde genommen einfach nur skinny fett sind. Warte, ich muss jetzt noch mal eine Chance geben. Ja, warte, wir gucken mal. Nicht nur auf die Kalorien an. Also es ist ein Unterschied, ob ihr einen Snickers oder Gemüse esst. Es kommt nicht nur auf die Kalorien an. Aber man muss einen Status. Und deswegen kann ein gutes Coaching auch nicht sein, ich zähle nur die Kalorien, egal was du isst. Das kann nicht so sein. Der hat aber recht. Das wird ja alles unterschiedlich. Das heißt, man müsste erstmal alles richtig machen, also die richtige Makroverteilung. Makroverteilung, ich mach das jetzt aus. Hier, wir gucken uns hier lieber noch ein Stück Trailer an. Mit meiner ganzen Flotte. Der Xerxes, Alter. Coach Xerxes. Ist der Xerxes nicht heimlich schwul? Nein, das ist bei... Xerxes ist bei 300 schwul. Also die Verarsche. Das war... Aber da ist er nicht... Da sieht er nicht so aus, denn bei 300... ist Sparta, ist das so ein Fetter. Du verwechselst das gerade. Der ist bei... 300 ist er heimlich schwul und bei der Verarsche ist er unheimlich schwul. Okay, das Thema hier, komm weg damit. Ja, alle beides. So. Ja, komm. Komm weg. Oh, was haben wir denn hier? Marcello. Marcel. Marcel. Vor wie vielen Shows hat er gesagt? Er weiß ich nicht, er findet das, ich weiß nicht, was, ich blende es ein, wenn ich es finde, blende ich es ein. Hat er gesagt, dass es ekelhaft ist, wie sich die, nein, ekelhaft nicht, aber wie sich die Leute an Excel 95 hochziehen und jetzt hat er schon wieder Excel 95 da drin erstellen. Kommen wir zum ersten Thema und zwar geht es so gesehen nicht um einen Fitness-YouTuber, aber er ist ein YouTuber, wenn er ein Video macht, springen gerne die Fitness-YouTuber darauf auf, denn man kann da immer schön Klicks absahnen. Ich spreche von Excel 95. Ich finde auch, die Sendung hat total Seriosität verloren, seitdem er das einfach auf dem Sofa macht. Ja, Thema Excel, Fame-Huren. Ja, Fame-Hure, irgendwas. 34 Likes habe ich bekommen. Oder also stimmt das so, ne? In der Dreh. wir hören mal rein. In den letzten Wochen hatten wir ja öfters darüber berichtet, dass Excel 95 abspecken will und sich professionelle Hallo? Hilfe suchen möchte. Ja? Nun haben sich im Nachhinein einige gemeldet bei ihm. Johannes Lukas, Road to Glory, Fitness Oscar. Wer war noch dabei? Hörst du was? Kevin Wolter, Tim Gabel. Ich glaube, Arman hat ihn sogar auch angeschrieben. Arman wollte auch Akku zu einer Transformation bringen. Jedenfalls hat sich jetzt Excel dafür entschieden, mit Tim Gabel zusammenzuarbeiten und praktisch eine Transformation zu machen. Aber erst im März, also erst ab jetzt, weil er musste wohl noch einiges regeln. Hat er nicht von Lukas auch, Johannes Lukas? Na, ich glaube, jeder Zweite hat dem das angeboten. Aber ganz ehrlich, wenn mich ein Tim Gabel coachen würde und ich oder ein Johannes Lukas, wen würdest du nehmen? Den Gabel. Echt jetzt?
Ich finde den Gabel sympathischer, der ist irgendwie näher an mir dran. Ich kann mich mit dem Johannes nicht identifizieren. Ich würde den Johannes nehmen, ich weiß nicht. Nee. Das Einzige, was mich am Gabel aufregen würde, ist, dass der keine Beine trainiert. Ich würde Markus Rühl nehmen. Ja gut, schreibt es mal in die Kommentare, wen würdet ihr nehmen? Tim Gabel oder... Mir fällt der Name. Ich könnte mich mit dem Gabel danach auch noch irgendwie über private Sachen unterhalten und bei dem Lukas glaube ich das nicht. Lukas, ja. Er soll mich auch trainieren, aber... Okay. Nein, der soll mich ja 24/7 becoachen. Hallo? Bekochen. Wenn ich hier schon kurz davor bin, mich selbst umzubringen, weil ich eine fette Sau bin, dann will ich auch, ne, meine letzte Rettung dann komplett ausnutzen. Ja, aber ich habe den das wirklich so ein bisschen schon abgekauft. Also er ist halt so ein Mensch, der halt so in... Er ist einfach gefangen in seinem Leben, weißt du? Ich kann mich da nicht reinversetzen in solche Leute. Ich habe ein paar Excel-Videos gesehen, da... Das Geilste fand ich eigentlich, wo er also das Telefonat aufnimmt von seiner Freundin live auf YouTube oder auf Twitch und dann sagt er so, ah, du bist so widerlich, du bist Fotze oder sonst irgendwas und er rotzt da in seine Wohnung. Ich habe schon gedacht, ey, nein, das hat er nicht gerade echt gemacht, im Livestream. Da hat er sich übelst beleidigt, ich kann das nicht nachmachen, ich bin zwar ein Assi, aber nicht so ein Assi. Mir fehlt ja immer die Empathie für solche Leute, weil ich mir denke, so weit kann ich mich gar nicht aufgeben. Ja, ich schalte ab und lache dann einfach drüber, weißt du? Aber ich wäre jetzt nicht sowas, dass ich sage, den abonniere ich und gucke ich. Ich werde auch nicht Exe 95 oder sonst was jetzt hier reinschreiben. Also. Ich bin auch der Meinung, dass selbst wenn du den Typen coachen würdest und er wird es wirklich schaffen, in Topform zu kommen, was er niemals schaffen wird, dann würde er wieder zwangsläufig verfetten und in alte Verhalten muss er zurückfallen, weil sein Problem tiefgängiger ist als das Offensive. Warte mal, Exe, ich habe gestern gesehen, dass er einen Livestream hatte, wie er ein Fitnessgerät aufgebaut hat. Ich weiß nicht, ob das online. Ich mache mich krass Sportgerät kauf, der erste Schritt. Hm. Mahlzeit, Freunde, hier ist wieder euer Excel und jetzt ein Decathlon, Alter. Ich kann mir sowas nicht angucken. Das darf man doch testen. Natürlich darf man das testen. Das darf man auch essen. Oh Scheiße. Sorry. Ich bin so ein Assi, tut mir leid. Aber denke an deine Gelenkchen. Deswegen gucke ich sowas, weil das cool ist. Die Gelenke sind auch super geschmiert, ey. Solange du nicht schwitzt, macht das Spaß, mein Freund. Was ist denn das für eine Kette? Eine Fahrradkette ist das. Warum hat er eine Fahrradkette? Guck dir die Beine an, ey. Der hat auf jeden Fall ordentlich trainiert. Komm, mach was anderes an. So, am Ende sind wir hier Werbehuren. Ich bleib an sowas hängen. Mal 250 Kalorien verbrannt. Ja? Warte, ich will noch was Cooles sehen. Komm hier, da drückt doch wesentlich mehr. Wie du, Manuel. Ja, ist okay. Auf jeden Fall. Jetzt ist das Video. Gib mal in deinem Verlauf ein U. Oder X. Was? Ach so, nee. Ach so. Ach ja, vom alten Kanal noch. Das können wir gleich mal entfernen. Xavier Naidoo kommt dann. Ah, der Hübsche. Naja, siehst du, er wollte es ja sehen hier, sonst irgendwas hier, was pervers ist. U-Porn, Gay-Hoop und was weiß ich. Jetzt hast du mich rausgebracht. Wir waren jetzt eben bei Garnikus, ja. Mit Excel. Willst du noch was hinzufügen zu seiner Show? Zu Marcel? Nee, Ich glaube, die hassen mich eh schon alle. Ist halt so. Ich bin zu ehrlich für die reale Fitnesswelt. Sympathie hast du noch nie gehabt, das wissen wir noch. Na, leider Gottes. Jetzt haben wir dein Thema, komm, wir gehen gleich weiter, sonst wird das wieder zu lang. Johnny Tapia, was willst du dir was aussuchen? Ja, nee, da brauchst du kein explizites Video für anklicken, da wollte ich mal allgemein was zu sagen, nämlich tatsächlich ein kleines Lob wollte ich da aussprechen. Der Typ ist ja damals zum ersten Mal auf YouTube aufgetreten mit seinem Teamkollegen, ich vergesse immer seinen Namen, Flatteröhrchen oder auf jeden Fall hießen die da Fitnessfahrstuhl. Und die haben da so ein, ich weiß nicht, das darf man nicht wieder krumm nehmen, das war irgendwie so ein Nonsens-Fitness-Content. Das war das x-mal schon auf YouTube, ne, ausgestrahlt.
dann viele Supplement-Hersteller in die Kamera gehalten und irgendwie nichts Greifbares für mich. Ich konnte da keinen Mehrwert draus gewinnen. Und auch wenn man nicht unbedingt jetzt seinen Mehrwert aus diesen Videos ziehen kann, wo der einfach nur was frisst, finde ich, das kann man sich viel besser angucken und der wirkt auch viel zufriedener, seitdem er seine Freundin hat. Der geht mir tatsächlich nicht mehr auf den Sack. Okay. Ich habe ein bisschen was zu essen mitgebracht. Vielleicht passiert das ja auch mal mit Coach Xerxes. Relativ entspannt. Ah, und das finde ich auch cool. Der sagt auch, ihr könnt euch die ganze Kacke reinfahren, ohne zu verfetten, weil der stetig sein Aktivitätslevel mega hochhält. Hier ist eine dabei. Guck, hier ist eine dabei. Okay. Also, seine Freundin ist voll schüchtern. Gefreut, wenn eine andere dann drin war. Echt? Ja, ist echt sympathisch. Aber da muss man so sagen, war der früher nicht. Also der hat sich wirklich zum sehr Positiven gewandelt und Respekt nochmal dafür. Okay. In den USA gelebt, ne? Ah, wie war das die Story mit deinem Bruder, wo ihr Essen umsonst bekommen habt? Ja. Weil die, Ach komm, gib's mal. Gib mal Like. Die Beklebung abgemacht von den Fenstern und mein Bruder konnte nicht erwarten und klatscht halt vorne an die Scheibe. Ja. Okay, also ein YouTuber, der besser geworden ist. Ja, wesentlich. Doch. Hast du noch was hinzuzufügen, irgendwas? Nö. Dann würde ich sagen. Aber ich habe dem auch persönlich angeschrieben und habe dem schon mal gesagt, dass ich das ganz cool finde, seine Wandlung. Und daraufhin hat er mich sogar entblockiert. Mhm. Das war der allererste, der mich entblockiert hat. Ich gucke mir noch Hermal an. Ja. Wenn ihr noch ein paar Fitness-YouTuber habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, welche ihr gut findet, welche ihr schlecht findet, weil wir sind jetzt immer mal so ein bisschen auf der Suche nach Leuten, dass wir uns mal ein paar Videos angucken können, so wie wir es jetzt machen. Heute war ich ein bisschen fertig. Nein, das lag auch einfach daran, die Woche kam nur Scheiße aus. Ja, gut. War ein bisschen stressig die Woche bis jetzt, aber. Da hat mich nichts abgeholt. Ich war die ganze Zeit auf dem 83 MeToo-Kanal und habe mir Autopflegeprodukte angeguckt, weil das Einzige war, was man sich geben konnte die Woche. Okay. Habt Spaß, Jungs. Wir sind raus. Manuel, Flexi, abonniert, unaniert, haut euch weg. Macht's gut. Ja, ciao.